Jetzt machen wir erstmal die Taschen leer. Jump, jump. Zack. Ist schon wieder Nacht, ist schon wieder. Natürlich ist schon wieder Nacht. Klar. Unser Brecher noch da? Nee, der ist weg. Das ist gerade wie mit Spinnen. Ne? Wenn man eine Spinne gesehen hat und die ist plötzlich weg, dann hat man auch keinen Bock mehr. Hinten ist ein Skelett, ist natürlich auch wieder praktisch. Hi. Elf dran vorbei. Ich glaube, noch ganz gut dahin geht schon wieder die Sonne auf. Dann schmeißen wir hier mal Eisen, 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 noch mehr Eisen. Oh, ist schon voll. Okay. Ein Hauptzombie. Den habe ich ja gerade überhaupt gar keine Nerven. Zu die Tür. Schlafen. Ja, da brauchst du unsere Ruhe, hör auf zu brüllen. Aha. Nur, ich bin gefälligst leise. Zack. Was ist das? Da kann ich auch. Wurmfutter. Wächst das ein bisschen schneller, zumindest das eine Ding da. Hier noch irgendwas ausgewachsen? Nö. Drüben? Nö. Nö. Okay, dann halt nicht. Wenn man immer mal wieder versehentlich auf so eine Taste kommt, ne, das ist herrlich. Bleierz. Dann füllen wir mal die Regale weiter. Eisenerz. Oh, hier oben habe ich ja immer noch Erz. Nicht geachtet, ey. Da ist ein Busch drin. Da ist ein Busch drin. Da kommen die Bären rein. Und da kommen die Bären rein. Dann. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Dann beenden wir das hier mal ganz fix. Dann haben wir 2, dann brauchen wir nur noch, mache ich mal jetzt schnell nebenbei, hier ist hier eine Menge Kies drin. Nehmen wir uns mal mit, dann können wir nämlich nebenbei nochmal die verbrannten Ziegel machen oder versenkten Ziegel. So. Hälfte da rein, die andere Hälfte da rein, das nehme ich mit und das nehme ich mit. Da kommt was drin und da kommt was drin. Und wieder raus. Dann brauchen wir 2 einmal noch. Jo, passt. Halt, falsch, da. Dumm. Also. Manchmal, ne? So. 3. Dann können wir den aber noch nicht machen, weil wir benötigen erstmal den wir in die Mitte schmeißen. Dann kommt das oben drauf. Das auf die Seite und auf die andere Seite kommt das gleich nochmal. Da! Zack. Eisenblock.
Eisenblock. Zugstation. Und. Halt. Werner. Zugstation. Ah. Okay. Macht denn die Werkzeugstation? Die macht das gleiche, nur in nicht ganz so cool. So, dann haben wir hier nämlich die Werkzeugesse. Und die kann nämlich noch mal ein bisschen mehr. So, und wir wollen als erstes wollen wir den machen. Dafür brauchen wir aber immer noch Yold. Erstmal weg. Die kann auch erstmal weg. Holz haben wir genügend vor der Türe. Packen wir das mal kurz weg. Da ist der Sand. Da Obsidian. Den packen wir auch erstmal weg, weil den brauchen wir jetzt nicht umschleppen. Und ich muss mir erstmal 1, 2, 3, erstmal eine neue Spitzhacke machen, damit ich wenigstens nebenbei arbeiten kann. Dann ignorieren wir gleich nämlich einfach mal kurz die Höhle. Also gemein sind wir jetzt einfach mal. Und bauen sie so halb zu und graben uns weiter nach unten, damit wir uns nicht ablenken lassen. So ein Ding ist das. Aber da wir Obsidian schon haben, ne, der Gedankenklang, alles klar, Gedankengang liegt nahe. Denn jetzt auch schon mal so halbwegs darüber nachzudenken, dass wir nicht unbedingt in den Nether gehen, aber weil ich nehme mal die Erde erstmal. So, jetzt fange ich den Satz ein drittes Mal an. Aber dass wir dafür ein Verzauberungstisch, also hier den Verzauberer bauen. Heißt Bücher, Bücherregale, Verzauberer, Erfahrungspunkte. Lapis Lazuli. Und Lapis Lazuli ist so ein Ding, das ist, ja, sollte einfach zu finden sein. War es, glaube ich, früher auch tatsächlich sehr einfach. Oder was heißt sehr einfach, aber relativ einfach ist es irgendwie nicht mehr. Das ist ganz schön Mangelware geworden. Aber nun gut, ist halt so, ne? Zack. Oh, halt. Halt. Eins, zwei, drei. Das ist ein Goldnugget. Peridot-Erz? Ich glaube hier auch nicht. Interessant, dass hier ganz andere Sachen sind als auf den Server mit meiner Frau zusammen. Das ist irgendwie erstaunlich, muss ich mal gestehen. Also im positiven Sinne, aber es ist ja erstaunlich. Peridot. Schön. Oder das ist einer von diesen 1, 2, 3, 4 spezifischen Kristallen für die Biome.
gibt es hier nämlich pro Biom, also nicht pro Biom, aber für verschiedenste Biome gibt es verschiedenste, sag mal, so eine Art Markenkristall. Also der, der das Biom sozusagen widerspiegelt. Hier sind wir auf 28. Ja, aufgrund der Höhle würde ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen weiter gehen. Also auf 25 oder so. Also sonst breche ich hier jedes Mal in diese Höhle ein und da habe ich auch keinen Bock drauf. Den wollte ich eigentlich nicht verkacken. Glaube, auf der linken Seite werden wir trotzdem ständig in die Höhle einbrechen, außer wir machen das von vornherein ein bisschen tiefer im Sinne von, wir gehen vorher schon weiter rein. Man jetzt auch eigentlich direkt runter aus Diamanten Level. Was soll der Geiz? Das machen wir auch. Zack. So. Ja, Minecraft wird halt, was so Höhlen anfangen zu bauen und dann auch zu betreiben. Also Minen, doch teilweise sehr eintönig. Das ist wohl leider so. Oh, und da wäre es eigentlich ganz geil, so eine schöne Playlist zu haben, die einfach nebenbei jetzt so ein bisschen daddeln würde. Zinnerz, auch gut. Nee, das ist Eisen. Wie gesagt, so eine schöne Playlist, die nebenbei ein bisschen daddelt. Glaube ich, ganz angenehm. Wobei, ich glaube, das ist hier auch gerade ganz gut, wenn man eigentlich nur was gucken möchte, um einzuschlafen. Dafür ist das, denke ich mal, auch gar nicht mal so schlecht. 1, 2, 3. Ach, das ist auch Eisen. So einen Typen zuzugucken, der sowieso keine Ahnung hat, wie man richtig spielt. Aber der nicht so viel zu erzählen hat, vielleicht eine relativ okay Stimme hat. Die einen so ein bisschen runterkommen lässt, gerade nach so einem etwas anstrengenderen Tag. 20, 15 müssen wir noch. Aber das war auch damals einer der Gründe, warum ich angefangen hatte, Gronkh zu gucken, tatsächlich. Weil man einfach so schön entspannen konnte. Der Mann hat so eine sehr angenehme Stimme. Angenehme Stimme. Dass man halt einfach so ein bisschen runterkommen konnte, man konnte ein bisschen relaxen.
Da ist nicht viel passiert, weil auch da wurde Minecraft gespielt damals. Aber das war vollkommen okay, ne? Es gab keinen Stress. Man hat nicht irgendwie, wir müssen jetzt aber dahin und boah, da ist was passiert, hier Explosion, da Explosion. Sondern das war einfach ganz normales Rumgedaddele mit ein bisschen Sprechen nebenbei. Und alles war schick. Also das war schon ganz cool. Eins, zwei, drei, vier. Und sowas ähnliches. Na, also ich maße mir jetzt nicht an, so wie die Grund zu sein. Und möchte ich auch gar nicht. Ich möchte mein eigenes Ding hier schaffen. Aber so von der Art her würde ich ganz gerne so ein bisschen in die Richtung gehen. Na, sehr, sehr entspannte Community aufbauen. Stellen, dafür zu sorgen, dass, das habe ich mir fast gedacht, dafür zu sorgen, dass man einfach sehr entspannt, sehr cool mit den Leuten Dinge tun kann. Zack. Und ja, das wäre dann so das große Ziel. Sag mal, wo man denn so ungeduldig da? Oh, das war ja, ne? Cool. Gut. Ja, wie sich das Ganze umsetzen lässt, das werden wir oder das werde ich hauptsächlich dann sehen und ihr werdet es miterleben. Ich sollte auf jeden Fall gleich schon mal Treppen machen. Ganz, ganz wichtig. Damit wir hier nicht mehr wie so eine Hobbyhäschen hoch müssen. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze denn so wird. Denn es ist ja schon ein etwas größeres Projekt jetzt wieder mittlerweile. Und da möchte ich halt einfach gucken, kommt es gut an, wenn es gut ankommt, kommt es so gut an, dass man also auf jeden Fall weitermachen kann. Oder wird eher gesagt, naja, lass mal lieber, das ist irgendwie. Machst du es aber, machst es halt nicht gut. Ja, auch das könnte ja passieren. Da wäre ich auch niemandem böse, wenn das mir einer so sagt. Ja, man sollte halt dabei immer freundlich, höflich und nett bleiben. Denn hier fließen sehr viel Zeit, derzeit noch nicht wirklich viel Geld. Soll hier auch gar nicht so extrem viel Geld reinfließen. Aber noch fließt hier halt kein Geld rein. Okay, cool. Aber ich denke, man versteht den Punkt, den ich gerade versuche anzusprechen. Es wäre halt schon schön, wenn man Kritik hat und die geäußert wird, die vernünftig geäußert wird. Weil man gibt sich halt doch Mühe. Ob das jetzt nun für jedermann was ist oder nicht, das lasse ich mal so dahingestellt. Weil das wird vermutlich nicht der Fall sein, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Denn auch das gehört einfach ganz klar mit dazu. Und das ist gut so. Ja, es ist gut so, dass jeder seinen eigenen Geschmack hat. Es ist gut so, dass jeder seine eigene Meinung hat. Aber diese Kunst zu tun, ist auch eine Kunst in meiner Welt. Oder was heißt in meiner Welt? Aber für mich jedenfalls ist das auch eine Kunst, weil nur weil ich eine Meinung habe, heißt das nicht zwangsläufig, dass ich sie immer laut aussprechen muss, weil meine Meinung kann auch mal beleidigend sein, selbst wenn es nicht beabsichtigt ist. Schon wieder eine Schmiere. Selbst wenn es nicht beabsichtigt ist, kann es doch dennoch dazu kommen. Und dann wäre das doch gar nicht mal so verkehrt, wenn man diese Meinung einfach für sich behält. Ja, also nicht jeder muss jetzt wissen, wen man jetzt genau Kacke findet oder ob man überhaupt jemanden Kacke findet oder nicht. Au, ist auch noch eine giftige Schmiere. Häng fest. Nein, ich hing fest. Wo habe ich denn festgehangen? Nein, ich bin gestorben. Schnell. Oh nein, Base greift nicht wieder an.
Los nicht an. Die Todesnachricht, die lacke ich mal direkt weg. So, ganz, ganz, ganz viel Zeug. War gerade nicht sortiert, aber ist nicht ganz so wild. Wo ist denn der Vieh? Da. Aha. Heldenhaft. So. Was haben wir von der gekriegt? Cave Scorpion Sting in der Haupthand 5 Angriffsschaden? Was? Oh krass. Oh krass. Kann ich eigentlich auch ein Schwert in der Nebenhand ausrüsten? Und dann. Nee, kann ich nicht. Okay, das ist eine Waffe. Interessant, kann ich jetzt eigentlich auch vergiften? Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Das ist gerade ein Übopfer. Komm mal her, hier. Komm mal her. Ja, Tatsache. Cool. Interessant. Nett. Nett, nett, nett. Und ja, wie gesagt, ne, also das sind halt so Sachen. Manche Dinge sind besser, wenn sie unausgesprochen sind. Manche Dinge sind besser, wenn sie ausgesprochen sind. Das ist aber mit allen Dingen, glaube ich, so. Und von daher, solange halbwegs abgewägt wird, ob das, was ich jetzt sagen möchte, auch gesagt werden sollte oder vielleicht nicht. Und selbst wenn es gesagt werden sollte, es denn in dem richtigen Rahmen und mit den richtigen Worten gesagt wird, dann finde ich das vollkommen in Ordnung, dass da was gesagt wird. Aber solange das nicht in diesen Bereich fällt, finde ich, sollte man es auch einfach sein lassen. So, jetzt haben wir Goldklumpen immerhin schon mal. Naja. Vielleicht ein paar Stunden rein. Und Peridot. Jo, Matze, gute Nacht. Schlaf gut. Ach, hier ist noch weiteres Bleierz. Bleiernes Erz. So, minderes Bleierz. Ach, das ist nicht alles. J. Waypoint löschen. Okay, aber das ist auch mein Stichwort, und zwar ist es bei mir jetzt schon um 10. Das sollten jetzt ungefähr 3 Folgen sein, und dann muss ich noch 2 aufnehmen, dann bin ich mit der Vorproduktion fertig, was Minecraft anbetrifft. Und entsprechend vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Liken, fürs Anschauen, für die Abos, die bis jetzt reingekommen sind, da bin ich unfassbar dankbar. Zu diesem Zeitpunkt sind es mittlerweile 24. Ich muss gestehen, das hätte ich anfangs gar nicht gedacht. Also 0. Das finde ich mega geil. Das macht mir ultra viel Spaß. Ich bin da mega, mega, mega dankbar. Und ich hoffe, dass diese Community weiter wächst. Ich hoffe, dass wir irgendwann eventuell mal die 50 erreichen. Das wäre sehr, sehr cool. Wenn das niemals dazu kommen sollte, dann kommt es dazu nicht. Aber ich würde mich schon sehr, sehr freuen. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Verbeuge mich. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Macht mir extrem viel Spaß. Ich hoffe, die Community, die wird auch ein bisschen redseliger irgendwann über die Zeit hin. Also, dass man so ein bisschen mehr interagieren kann. Und von daher, ich lasse es auf mich zukommen. Ihr entsprechend wahrscheinlich auch. Ich bedanke mich erneut.
Frage auch hier erneut nochmal ums Liken, Kommentieren. Okay. Und gerne abonnieren. Und bis dahin.